Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Radsportmanager 2013. Wir befinden uns auf der 20. Etappe der Tour de France, der vorletzten Etappe, bevor es auf den Champs-Élysées geht. Hier sehen wir nochmal eine riesen Bergetappe im Prinzip. Dreierwertung, Einserwertung und zu guter Letzt dann noch hier oben. Ja, die Zielankunft. Ich weiß gar nicht, ist das eine HC? 25 Punkte im Berg? Ist, glaube ich, keine HC, oder? Ist das eine HC? Das könnte eine HC sein, oder? Ja. Ist ja auch egal. Also, wir werden uns da wieder bösen Ast abkämpfen. Und es geht im Prinzip hier um diesen Zwischensprint. Wenn wir den irgendwie schaffen sollten, 20 Punkte mit Cavendish zu holen, wäre natürlich der absolute Oberknaller. Allerdings wird das verdammt schwer und eigentlich rechne ich nicht damit, dass wir das schaffen. Ich rechne eher damit, dass wir hier vielleicht mal eine Bergzielankunft irgendwie gewinnen können oder so. Naja, wie auch immer. Wir werden sehen. Nach der letzten, für mich persönlich sehr schweren Etappe, weil ich war danach gefrustet hoch 5, ihr habt das gemerkt, ich war da ziemlich angesäuert, will ich jetzt mal gucken, wie viele unserer Fahrer denn überhaupt noch vorhanden sind, nachdem wir hier erstmal einstellen, das ganze Team mit Bergsetup fahren soll auf dieser Bergetappe. Und wir sehen, dass wir einiges an Helfer verloren haben. Wir haben nämlich nur noch 7 Fahrer anstatt die vorher 9 Fahrer, die wir hatten. Außerdem haben wir dann auch gleichzeitig noch richtig gute, fitte Leute verloren, wie es aussieht. Denn, ja, Fitness 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, Frische schlecht bei allen. Die sind richtig fertig, die sind richtig tot. Man sieht es auch hier, voll ausgepowert. Energieverbrauch 87% auf der letzten Etappe. Und ja, frische 1. Was soll man da noch zu sagen? Also sprich, die Chancen sind damit geschwunden, dass hier überhaupt noch irgendwas geht. Wir gucken gerade mal beim Cavendish rein. Der hat Energieverbrauch 75, aber gut, mehr hatte er ja auch nicht. Zu Beginn der Etappe hat er nur 64 gehabt und 75 haben wir verbraucht. Der ist sowas von tot, der hat eine Frische von 0. Also genau das ist im Prinzip extrem schief gelaufen. Und eigentlich können wir die Tour hier abhaken, aber wir fahren es natürlich jetzt noch zu Ende. Und ja, wie gesagt, Cavendish hier ist natürlich so eine Geschichte, ob wir den in den Zwischensprint reinkriegen, ob wir den vielleicht irgendwo unterbringen können. Ich meine, Einzelpack Bergkategorie ist auch für einen Cavendish verdammt schwer zu fahren. Ich denke mal nicht, dass er das schaffen wird, da über den Berg zu kommen mit einer Ausreisergruppe. Deshalb fahren wir hier vermutlich einfach unser Tempo, versuchen irgendwie im Ziel anzukommen und versuchen es im Zeitlimit zu schaffen, dass wir auf dem Champs-Élysées wenigstens noch mit 7 Fahrern vertreten sind. Hier sind die Experten, die das Ding hier gewinnen sollen, oder die Experten sind sich einig, dass es folgende Favoriten gibt, nämlich Contador, Froome, Rodriguez, Van Garderen, Van der Broek, Evans, Schleck, Heyerdahl. Wen haben wir denn noch da? Wen habe ich jetzt noch übersehen? Na, wen habe ich übersehen? So, Pinot gesehen. Ja, also immer Pinot sehen wir auch schon wieder Roland. Ja, komm, vergesst, ich schneide mal noch ein bisschen was raus. Was hier noch rauszuschneiden ist an Ladebalken und dann gucken wir uns das Rennen an und radeln es freundlich runter. Bis gleich. Die vorletzte Etappe der diesjährigen Tour de France ist mit 125 Kilometern recht kurz. Allerdings bietet sie dafür einiges an Spannung. Nach dem Start in Annecy geht es auf der ersten Hälfte der Strecke über hügeliges Gelände, bevor die Hänge des Mont Revard und der 15,9 Kilometer lange Anstieg mit einer Steigung von 5,6% warten. Danach geht es abwärts Richtung Cusy, wo gleich der nächste Anstieg ansteht. 10,7 Kilometer zum Ziel auf dem Sevenot. Mit einer Steigung von 8,5% entscheidet dieser letzte Anstieg darüber, wer es dieses Jahr aufs Treppchen schafft. Ja, und da sind wir dann auch schon hier volle Kanne dabei, wie es so schön heißt. Quintana macht hier schon einen Angriff. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir da mit Felitz mitgehen sollen. Vielleicht haben wir so eine Siegchance, aber Felitz ist kein Kämpfer. Das wird vermutlich nichts werden, obwohl, wenn jetzt mal vor und
Quadré mitgehen, aber ich meine, das sind alles, ihr seht hier hinten, Kämpferwert 75, Kämpferwert 71, Kämpferwert 71, Kämpferwert 65, könnt ihr vergessen. Da hätte er noch eher Chancen, aber er hat natürlich keinen Bergwert, das heißt, er kommt über die Berge sowieso nicht drüber, also können wir es auch einfach bleiben lassen. Ich glaube, wir arbeiten hier einfach heute für den Cavendish und versuchen dann noch möglichst Sprintwertung reinzukriegen. Er wäre vielleicht noch einer, den ich hätte mit in Ausreisergruppe schicken können, aber er war ja nicht da. Der gute Toni Martin, 71 Kämpfer, 72 Berg, hätte vermutlich Chancen gehabt, hier beim Ausreisversuch mal ein bisschen mitzufahren. Bei uns ist er ja nicht verletzt. In der Originaltour ist er ja angeschlagen durch diverse Stürze. Ach, ich habe mich gestern auch mal wieder schön gefreut über die Medienberichterstattung. Für euch ist es, glaube ich, vorgestern. Über die Medienberichterstattung. Jetzt beträgt der Vorsprung der Ausreißer schon mehr als eine Minute. Was soll ich dazu wieder sagen? Da ist der. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie hieß er denn. Ein Fahrer versucht sich vom Feld abzusetzen. Wie hieß er denn jetzt? Glaubt ihr, ich komme drauf vom Zeitfahren? Also er ist war Achter in der Gesamtwertung von Arge d'Isère und er ist praktisch auf der Vorbereitungsfahrt auf das Zeitfahren schon gestürzt, hat sich Schlüsselbein angebrochen und so weiter. Und ja, ist mit angebrochenem Schlüsselbein sozusagen gefahren, war überall getaped und stürzt dann in Zeitfahren nochmal. Und dann war es natürlich ganz aus, dann hat er sich nämlich richtig die Knochen gebrochen und dann war es wohl vorbei mit der Tour. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig und sehr dramatisch, so kurz vorm Tourende. Und ja, in den Medien wurde das Ganze dann so erklärt, er stürzte und brach sich mehrfach das Schlüsselbein. Geh mal durch. Jetzt scheint man im also, dass er vorher schon gestürzt war und so weiter, wird gar nicht erwähnt. Das ist also. Sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Ich frage mich manchmal, was unsere Medien so berichten. Also, was die so von sich geben, ob das überhaupt noch wirklich irgendwie was mit Realität zu tun hat. Ja, ich meine, die berichten da den größten Schwachsinn teilweise, muss ich ehrlich gesagt feststellen. Da fehlt die Hälfte der Informationen. Die werden früher werden die vom Fernsehsender gekündigt worden. Ja, weil sie Informationen vergessen haben mitzuteilen. Und heutzutage interessiert es keinen mehr. Heutzutage ist das Programm. So, Cavendish fällt böse zurück. Gesichter am Ende des Feldes. Für viele Fahrer scheint das Tempo einfach zu hoch zu sein. Das ist natürlich nicht gut, wenn Cavendish da volle Kanne zurückfällt. Das macht keinen Spaß. So, kann er irgendwie hier ist ein Fahrer zu Fall gekommen, aber zum Glück dem hier folgen? Ausweichen. Komm schon, folg dem wieder rein ins Feld. Du darfst den Anschluss nicht verlieren. Ach, Cavendish. Mein Gott, stellen die sich aber auch an hier. Vielleicht gibt sich das Hauptfeld heute geschlagen. Der Vorsprung beträgt schon mehr als eine Minute. Jetzt geht's da über den kleinen Hubbel drüber. Wenn ich dann sage, Position halten, dann fängt er an zu blinken, dann fällt er zurück und andere, die ziehen dann außen vorbei. Ich verstehe es nicht, warum im Feld bleiben, Anschluss halten, schwerer ist, als wenn ich sage, frei fahren und dann fährt er plötzlich, fährt er ja, da an allen jetzt vorbei und fährt alleine nach vorne, habe ich den Eindruck. Also, da guckt euch das mal an, wie der da auf einmal mitgeht. Ja, jetzt geht er hier sogar an Trentin vorbei und versucht wieder einen Anschluss herzustellen. Ja, das ist, und wenn ich sage, bleib im Feld, dann fällt er immer weiter zurück. Das ist irgendwie, ist das ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das mir Schocker. So, jetzt müssen wir Trentin hier mal einspannen. Also ich meine, der Cavendish, der braucht Anschluss. Mann, dann häng dich doch auch hinten dran, Cavendish. Ach, das ist doch schon wieder, also da stelle ich mir schon wieder die Frage, ist die KI hier in Urlaub? Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Durch die Tempoverschärfung kann das Feld seinen Rückstand verringern. Da mache ich Tempo mit Trentin, der sich hier platt fährt, für einen Cavendish sozusagen. Ja, dass der Cavendish wieder weiter nach vorne kommt. Und was ist das Ergebnis? Dann wollen wir mal sehen, ob er das umsetzen kann. Cavendish jetzt fährt nicht hinten ran. Angriff gestartet. Ja, das ist jetzt aber echt bescheuert hier. Ich meine, wir sind hier bei unserem Cavendish, der ist schon weg vom Fenster. Der ist schon. Könnt ihr schon abhaken? Robert Gesing zieht davon. Und vorne geht Angriff nach Angriff nach Angriff und wo sind sie denn unsere Leute hier? Chavanel,
Pinot fallen auch schon zurück. Felix und Martin, das sind die einzigen, die noch vorne dabei sind bei Froome, Vestra und Co. Und den Rest haben wir schon verloren. Wo ist denn Kwiatkowski? Sag mal, haben wir Kwiatkowski verloren? Das kann... Nee. Der Abstand zum Feld schmilzt dahin. Ist doch noch da. Ich wollte gerade sagen, der ist doch noch da. Das kann doch nicht sein. Es ist schon... Es ist schon seltsam. Ja, wir haben gute Leute verloren. Gute Helfer hier für Cavendish. Stegmanns haben wir verloren und... Ich weiß gar nicht, wer der andere war, den wir noch verloren haben, aber ist hardcore. Also hätten wir jetzt einen Pinot verloren, hätte ich nicht großartig drum geweint. Ja, ich meine, sind wir ganz ehrlich, der kann nicht viel, was wir brauchen, aber die Gruppe wurde vom Feld geschluckt. Da gibt es echt andere, wo ich gedacht hätte, die hätten wir noch gebrauchen können und die waren plötzlich weg. Und jetzt geht hier Wild. Ey, das ist doch nicht normal. Was machen die denn hier für eine Attacke-Attacke-Attacke-Fahrt? So, er fällt mal wieder nicht zurück und holt mal wieder nichts zu trinken. Und wie wir hier sehen, kommen bald die Berge und dann wird er wahrscheinlich abkacken. Und dann gucken wir wieder dumm in die Röhre, weil der Wasserträger mal wieder nicht dort ist, wo er sein soll. Und das ist so dieses Drama, was mich hier begleitet. Immer wieder das gleiche Drama. So, was machen die denn? Die machen schöne Bummelfahrt da hinten. Ich will nicht, dass die schöne Bummelfahrt machen. Wo ist denn das grüne Trikot? Das ist nämlich vorne im Hauptfeld. Das ist nämlich genau das, was ich nicht sehen will. Das geht mir sowas von auf den Senkel, ey. Ich muss jetzt hier mal, also... Tut mir echt leid, aber ich muss es jetzt wenigstens probieren, Cavendish dann nach vorne zu fahren. Das ist ja ein Drama hier. So, Cavendish, häng dich da mal ran. Aber ich glaube, es ist der falsche Platz dafür. Ich meine, wir sind schon mit dem Hügel. Guckt euch mal Cavendish an. Der steht auf der Stelle, der kommt nicht mit. Selbst wenn wir da vorne Führungsarbeit machen, wir hängen noch einen Cavendish ab. Das ist ein Fiasko. Lass dich mal zurückfallen. Hol mal was zu trinken. Nicht, dass du dich noch vom Cavendish hier lossagst. Ja, da vorne geht's voll ab. Angriff, Gegenangriff, hau mich. Wo nehmen die Energie her? Das gibt's doch nicht, Mann. Es kann doch nicht nur daran liegen, dass wir hier eine schlechte Fitness haben und so, und jetzt er hier wieder mit Wasser, ja? Wenn ich den doch normal hochfahren lasse, angriffig oder so, der verbraucht ja mehr Energie, als wenn ich ihn angreifen lasse mit dem Fahrrad. Das ist zwar alles nicht mehr normal, können wir nur erzählen hier. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Kriege ich mich da schon wieder auf drüber. So, jetzt fährt Cavendish plötzlich nach vorne. Interessant. Ist er wach geworden und sagt, ich habe Energie, jetzt fahre ich mal vorne mit. Das Feld kommt unaufhaltsam näher. Ja, ich würde gerne mal wieder näher ans Feld rankommen. Da haben wir nämlich schon über 3 Minuten Rückstand. Da vorne fährt Sagan mit drin rum. Und wenn der 20 Punkte holt, können wir es abschreiben. Einige Fahrer werden nicht lange mithalten können und abreißen lassen. So, und komischerweise schafft es jetzt Cavendish vorne mit drin rumzumengen an der Dreierkategorie. Einer der Mannschaftskapitäne fällt zurück. Und Trentin kämpft. Viel Spaß in der Abfahrt, denn jetzt geht es erst einmal bergab. Die Fahrer können kräftig durchatmen. Sie müssen aber weiter wachsam bleiben, so, damit sie nicht stürzen. Dann hoffen wir mal, dass in dieser Abfahrt das Ganze wieder ein bisschen aufläuft. Aber das, ich sehe da schwarz mit über 3 Minuten Rückstand. Ist das ein Drama? Und dann kommt gleich der große Berg. Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht gut, dass ich dem Cavendish zugucke, wie der hier über die Berge quält, an einem Punkt, wo ich sage, da wären 20 Punkte wertvoll. Das Tempo deutlich verschärft hat, sind weitere Angriffe äußerst unwahrscheinlich.
Ja, es wäre schön, wenn wir irgendwie mal schaffen würden, da vorne zu den Jungs ranzufahren, ja. Übrigens landschaftlich hier auch schön gemacht, ja. Ich weiß, das wird bei mir ein bisschen vernachlässigt, weil ich ganz gern hier einfach so mal ein bisschen die taktische Draufsicht wahrnehme. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Aber man muss ja hier auch gucken, sonst hat man ja keine Chance. So, und jetzt komischerweise die einzige Bergkategorie, da fährt Cavendish hoch, als gibt es nichts Einfacheres. Da haben sie schon wieder Leute abgehängt und sind hier in der 12er-Gruppe unterwegs. Ich sehe trotzdem schwarz für ihn. Das wird nichts hier. Das können wir abhaken. Ja, wir wollten alle für Cavendish arbeiten und ich habe so den Eindruck, das wird nichts. So hoch, dass einige Fahrer heute Abend ganz bestimmt halbtot ins Bett fallen werden. Ja. Hier fällt einer nach dem anderen zurück. Ich bin gerade mal am gucken, wo unsere Leute sind. Chavanel und die haben es auch schon, die hat es auch schon geduselt. So, hier vorne fahren sie wieder, unsere drei Helden. Felix, Kwiatkowski und Martin. Und ich bin am Überlegen. Ich bin wirklich am Überlegen. Ich meine, wir müssen mal irgendwie was versuchen, sonst kriegen wir hier massiv Probleme. Ich würde gerne noch irgendwie so ein bisschen Spaß haben hier auf der Etappe. Aber wenn ich dann die Abstände nach vorne schon wieder sehe, kriege ich auch schon wieder Heimweh. So, gucken, ob Martin es schafft, hier in der Abfahrt was zu trinken zu holen. Um ihre Lungen mit ein bisschen Sauerstoff zu füllen. Aber sie oder ob das hier genauso ätzend endet wie beim letzten Mal. Sich unter Umständen versteuern. So, hier hinten haben wir mit Chavanel einen guten Abfahrer. Den lassen wir dann mal was zu trinken holen. Der hat Pinot bei sich. Dann haben wir hinten Cavendish und Trentin. Ich hoffe, die haben es auch bald mal geschafft, hier über die Kuppe da drüber zu kommen. Und dann schicken wir Trentin was zu trinken zu holen. Hey, der Daraus. Scheint dem Ausreißversuch ein Ende bereiten zu wollen. Es macht richtig Tempo und der Rückstand wird deutlich kleiner. Das einige Teammanager ist sind ätzend. Mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Ja, die vorne jagen die Ausreißer und wir müssten die jagen, aber hier jagt keiner. Das ist unser Problem. Das ist unser Hauptproblem. So, was macht denn der gute Martin? Der versorgt, okay, und hat Energie gespart. Also bergab zu versorgen ist scheinbar doch besser. Und jetzt sind wir natürlich dummerweise schon komplett unten angekommen und können die Abfahrt nicht mehr nutzen, um mit Martin noch anzugreifen. Also müssen wir den Angriff dann mehr oder weniger einfach jetzt mal so ins Blaue setzen. Martin hat ganz viel Rückstand. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie der auf der Stelle tritt. So, wir versuchen da jetzt einfach mal so ein bisschen. Also, hört sich jetzt blöd an, aber wir versuchen einfach mal so ein bisschen. Weil das Feld hinten macht jetzt natürlich auch Mords Tempo. Das heißt, wir müssen jetzt schon mit 80 reintreten. Aber er ist ja eigentlich ein Kämpfer, er ist ja eigentlich ein Zeitfahrer. Er kann über Berge. Er kann über Hügel. Keine Ahnung, vielleicht geht da noch was. Ich habe zwar so die Befürchtung, es geht nicht viel, aber vielleicht geht hier noch was. Hier ist das Feld, die jagen uns hinterher. So, da vorne, die kämpfen auch gegeneinander. Interessant ist, dass Mollema da vorne drin ist. Da müsste ich gerade mal gucken, wie viel Rückstand hat der eigentlich. 19 Minuten hat er nur Rückstand. Naja. Nur ist gut. So, Peter Sagan hat auch den Zwischensprint nicht wirklich gewonnen und nicht wirklich punkten können, wie es aussieht. Also bleibt alles beim Alten. Was ist denn hier schon wieder für ein Radar im Haus? Ich hoffe, ihr hört es nicht so. Und jetzt fahren wir mit Martin hier ja so ein bisschen hier noch auf der Ebene einen hügeligen Strecke rum. Und ich glaube, im Berg müssen wir den dann ein bisschen runterdrehen, sonst wird das nichts. Aber wir gehen eben mit einem kleinen Vorsprung in den Berg rein und vielleicht ist das genau der Vorsprung, den wir dann brauchen, um hier mal was zu reißen. Ich
schnell fährt er? Er fährt 49. Wie schnell fahren die hinten? 49. Also er fährt in etwa das Tempo, was das Hauptfeld fährt. Und jetzt geht's in den Berg rein und jetzt bin ich gespannt, wie lang er das schafft, mit 75 denen da hinterher zu fahren. Wenn der die erreicht, werden wir erstmal ein bisschen relaxen. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Oh Gott, Martin geht schon aus dem Sattel. So, und jetzt könnte er natürlich auch als Relaisstation dienen. Die Frage ist halt nur für wen. Also ich meine, der hat 22 Minuten Rückstand und 28 Minuten in der Gesamtwertung. Der hat 19 Minuten in der Gesamtwertung, ist auf Platz 22. Sollen wir mit Felitz einen Angriff wagen? Sollen wir Kwiatkowski opfern für Felitz? Fragen über Fragen. Wirklich, Fragen über Fragen. So, Kwiatkowski, stellen wir mal hoch auf 85. Angriff von Andy Schlecht. Oh, jetzt geh mal dir. Ich fang grad an hier und dann fangen die da vorne schon wieder an mit dem Angriff. Da könnte ich mich doch schon wieder aufregen. Ey, sag mal. Gegenangriff von Ryder Hashtel. So, wir fahren da jetzt auch mal vor. Mir ist das jetzt völlig Schnuppe. Dann tun wir jetzt halt mit Kwiatkowski komplett abarbeiten. Van der Brück, geh aus dem Weg. Wir müssen da ran. Kwiatkowski, schaff was für dein Geld. Führ Felitz nach vorne. Das ist sein Antritt. Er will jetzt unbedingt gewinnen. Ja, 8 Kilometer sind es noch. Hier vorne geht voll der Punk ab. Wie sieht's denn aus? Martin, hat er noch Energie? Nee, es sieht eng aus. Ich glaube, wir nehmen mal seinen Energieriegel. Ich glaube, auch bei dem hier nehmen wir mal einen Energieriegel. Kwiatkowski wird nichts mehr reißen. Sagen wir es einfach mal so. Den opfern wir jetzt. Dass er halt nicht so schnell verbraucht, soll er einen Energieriegel nehmen, dass er möglichst lang vor Felitz herfahren kann. Die Fahrer befinden sich jetzt in einem der anspruchsvollen TJ von Garderen. Mit einer Steigung von über 10% geht es hier steil bergauf. Ja, und Martin baut sowas von ab unter dem Druck hier der anderen. So, jetzt kommen sie schon vorbei. Schleck, Froome, Rodriguez, Valverde. Wir werden vom Feld geschluckt. Das kann doch nicht wahr sein. Wir fahren mit 85% Leistung diesen Berg nach oben. Und werden vom Feld geschluckt. Was sind denn hier für Fahrer drin? Das ist doch alles nicht mehr normal. Durch diese erneute Tempoverschärfung wird die Gruppe jetzt komplett auseinandergerissen. Die Fahrer, die dort so, vorne an der Spitze das 6 Tempo Kilometer vorgeben, noch. Machen sich heute nicht allzu viele Freunde. Das Problem ist, die Energieriegel halten auf so einer Steigung nicht lange. Also auf einer Ebene wären das 6 Kilometer wäre zu kurzfristig, weil bis das Ding gewirkt hätte, wären wir im Ziel. Aber hier ist es echt anders. Wir so, jetzt Martin ist verbraucht. Martin ist verbraucht, Kwiatkowski ist verbraucht, Felitz nehme ich mal ein bisschen runter. Ich hoffe, der lässt die jetzt mal stehen und orientiert sich mal nach vorne. Alter Falter, ey, das ist doch aber auch wieder hier die Berge. Das ist doch zum... Wenn man nicht fit ist. Also ich glaube, wenn Felitz und Co., wenn die wirklich eine Fitness von 1,0 hätten, also oder von 2, die würden die Bergetappen gewinnen. Aber so, die kommen ja die Berge nicht hoch. Die stehen da ja drin, guckt euch das mal an, da tritt sich hier ein Ast. Der ist kurz vorm Verrecken, 3 Kilometer vom Ziel. Und keine Chance, der hat keine Chance. Jetzt hier, Mollema fällt zurück, jetzt versuchen wir noch Mollema einzuholen. Kwiatkowski ist auch völlig im Eimer, Martin ist völlig im Eimer, Felitz pumpt sich noch da hoch. Ich hoffe, der kommt noch mit einem Quäntchen Restenergie da oben an, dass er vielleicht noch mit in den Sprint gehen kann auf dem letzten Kilometer und nicht wieder völlig platt ist und dann überhaupt nichts hinkriegt da oben. Ja, ich meine, also wir hatten das jetzt schon öfter, dass der einfach nur noch ins Ziel gerollt ist. Der konnte ja gar nicht mehr angreifen oder so.
Niemand konnte ihm folgen. Ah, wieder Froben und Contador. Es langweilt langsam. Hallo, Sprint. Ja, super. Da ist die Energie leer. Jetzt können wir sprinten. Mal gucken, ob noch was geht. Komm, gib alles. Tritt rein. Und da war es vorbei mit der Energie. Und da können wir nicht mal mehr Talenzi abschütteln. Aber so wie es aussieht, hat er auch keinen Bums mehr. Wir kommen zusammen mit ihm rein und kommen vor ihm rein. Und er hat ihn noch dran gehangen. So, Kwiatkowski, Martin. Tja, erschreckende Geschichte, muss ich sagen. Aber da sind andere Fahrer hinter uns, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass die vor uns sind. Also so schlecht sind wir gar nicht, wenn ich das mal so betrachte. Ich gehe halt immer von dem Anspruch aus, dass ich gewinnen muss. Und das ist natürlich totaler Schwachfug, dass ich gewinnen muss. So, die letzten 2 Kilometer. Wir gehen mit Chavanel nochmal in den Tritt rein. Versuchen dann noch mal ein bisschen uns vielleicht nach vorne zu sprinten. Ich hoffe mal, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich es mit dem hinkriege. Der hat ja ein bisschen mehr Bums. Ob der hier die letzten Meter noch mal sprinten kann. Und mal gucken, wie lang der sprinten kann. Das interessiert mich einfach mal. Guckt mal, wie da die Energie abnimmt, wenn der sprintet. Da ist die Sprint. Ja, super. Das war's dann, oder? Der kommt, erstens kommt er kaum weg. Ja, doch, der hat ihn durchgestanden. Der kam sogar ein bisschen weg. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der auf die dann noch irgendwie ein bisschen Zeit gut machen konnte, aber ist ja auch wurscht. Darum geht's ja nicht. So, wo haben wir denn unseren anderen Pflegefall? Cavendish. Oh, der hat nichts mehr zu trinken und seine Energie ist völlig aufgebraucht. Na, herzlichen Glückwunsch. Gucken, ob ich die noch irgendwie da im Zeitlimit über die Linie schippern kann. Aber das sollte eigentlich hinhauen. 20 Minuten. Eieiadaus. Und die Zeit, die läuft und läuft und läuft. Komm, Cavendish. Komm. Komm. Bleib in dem Feld drin. Lass dich den Berg mit hochziehen. Du hast die Kraft. Ich glaube an dich. Du hast die Power. Hinter dir kommt noch ein riesen Feld mit rein. So schlecht ist er gar nicht platziert heute. Aber leider nicht dort, wo ich ihn gerne gehabt hätte. Das ist das Hauptproblem. So, jetzt fährt er hier mit über die Linie und hat noch mal ein bisschen Zeit verschenkt. Aber ich hoffe, dass er halt im Zeitlimit drin ist. Das ist so eigentlich mit das Wichtigste. Nicht, dass sie uns den aus der Wertung nehmen. Wir hatten ja da schon so 2 Fälle und irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf, wenn die aus der Wertung genommen werden. Und das alles nur, weil so ein Froome und so ein Contador meinen, die müssten da vorne angasen wie die Idioten. Warum fahre ich eigentlich nicht mit Sky? Da könnten wir uns über jeden Etappensieg hier freuen. Das ist ja nicht mal normal, sowas. Übermensch Froome. So, wir könnten es schaffen, vielleicht noch auf der letzten Etappe, aber da muss viel passieren, dass wir auf der letzten Etappe grün übernehmen. Aber vielleicht können wir einen Etappensieg schaffen auf dem Champs-Élysées, das wäre doch schon mal was. Ja, wie wir sehen, jede Menge schwarzer Fahrer. Toller Grafikfehler. Froome gewinnt am heutigen Tag und wir gucken mal flott rein, wie es aussieht. Platz 19 Felitz in der Gesamtwertung. Das ist ein gutes Ergebnis. Ich hatte ja gesagt, unter der Top 25 ein Fahrer wäre super. Kwiatkowski hätte es vielleicht auch noch schaffen können, aber der hat dafür gesorgt, dass der sich eben ein bisschen weiter vorne platzieren kann. In der Bergpreiswertung 42 Punkte liegen wir hinter Sagan. 42 Punkte, das ist ein Etappensieg im Prinzip. Den wir hätten haben können. Wir haben viele Etappensiege verschenkt. So, Jungfahrerwertung. Da stehen wir auf Platz 4.
auch nicht verkehrt. Wenn wir es schaffen, das so zu halten, sind wir unter den Top 5 der jungen Profis. Das ist auch nicht verkehrt. Da kann man eigentlich auch mit zufrieden sein. Ja, die Teamwertung, die ist natürlich, die ist bescheiden. Aber das liegt halt an Leuten wie Cavendish und Co. Die kosten halt viel Zeit in so einer Bergetappe. Aber man kann ja auch nicht alles gewinnen. Wir machen es eher andersrum. Wir gewinnen gar nichts. Aber gut, wir haben jetzt noch den Champs-Élysées. Der soll ja besonders beeindruckend sein. Angeblich ist der ja mal original nachgebaut hier im Radsportmanager. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt. Radsportmanager 2013, dann mit der Etappe Nummer 21, dem absoluten Finale. Champs-Élysées, Etappe 21 der Tour de France. Und ja, da sind wir doch mal gespannt, wie gut und wie schön die Strecke designt ist und ob das da Spaß macht, da drauf zu fahren. Und dann werden wir alles drum geben, dass wir auf dem Champs-Élysées mit Cavendish wenigstens noch einen Zielsprint gewinnen. Das wäre so mein kleines, da würde ich jubeln, da wäre ich happy. Also ich meine, wir haben nicht viel gewonnen. Eine Etappe haben wir, glaube ich, gewonnen. Und ansonsten sind alles nur Platzierungen. Platz 25, Platz 4, Platz 2 in der Punktwertung und so weiter. Also, klickt beim nächsten Mal wieder rein und ja, dann gucken wir mal, wie die Etappe auf dem Champs-Élysées abläuft und dann ist die Tour de France erstmal zu Ende. Wie es dann im Radsportmanager weitergeht, werde ich dann mal gucken. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr so ein Team nehmen, was da gar nichts kann. Momentan habe ich so ein kleines Auge geworfen auf Lotto Bellisol. Da haben wir immerhin den Van der Broek und den Kreipel drin, also sprich einen deutschen Sprinter und einen, der auf Gesamtwertung fahren kann. Und das hört sich interessant an. Sky wird mich reizen, Saxo wird mich reizen, Movistar wird mich reizen und dann halt mal mit einem eigen zusammengestellten Team, was dann hoffentlich topfit ist, mal in den Giro reinzugehen und mal zu gucken, was der Computer da so für Gegner aufstellt. Eine richtige Startliste des Original Giro d'Italia werde ich da vermutlich nicht reinhauen. Das ist mir dann ein bisschen zu viel Arbeit, das alles da reinzuhacken für einen Giro, der eigentlich schon gelaufen ist, wo schon lang rum ist, was nur so als Zwischenprojekt zur Vuelta dient. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal hier fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bei Etappe 21 auf dem Champs-Élysées wieder dabei. Und wie gesagt, der soll ja richtig schön original gemacht sein. Das gibt einen Augenschmaus. Bis dahin sage ich noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.